Willkommen Leute zu einer neuen Folge Minecraft Attack 4 und heute gibt es wieder ein kleines Update von dem, was ich offscreen gemacht habe. Da ist einiges zusammengekommen auf jeden Fall. Ja gut, jetzt nicht so viel wie beim letzten Mal, da war ja doch viel, viel mehr los, aber immerhin ein bisschen. Und ja, gerade ist auch noch NecroCare auf dem Server, mit dem werde ich auch nächste Folge die letzte Episode dieser Staffel aufnehmen, ja. Ist auf jeden Fall dann auch mal was Neues, weil die letzte Episode war ja eigentlich immer was, was ich alleine aufgenommen habe. Gut, außer bei City Survival 2, ne? Da war es ja auch so. Ja, vielleicht können wir auch zusammen ein bisschen über das Projekt reden und so, wie es so war. Ich denke mal, das ist ganz angebracht. Ansonsten mache ich vielleicht auch noch ein anderes Video, wo ich dann nochmal drauf eingehe. Also so ein extra Ding, keine Ahnung wann und wie, aber mal schauen, ne? Kriege ich schon irgendwie hin. Und ja, ansonsten habe ich jetzt auch noch ein bisschen was zu zeigen. Also das hier ist halt erstmal so ein kleiner Raum für die Anwaltskanzlei, die hier noch herkommen soll. Mal sehen, ob ich das noch baue. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht kommt ja was anderes her. Ich hatte ja gesagt, eventuell mache ich die auch unten hin, die Anwaltskanzlei. Da werde ich auch gleich anfangen und hier mal ja, das Ganze ausheben. Weil, ja, keine Ahnung, das kann man gut machen während einem Thema. Ich habe nämlich auch noch ein Thema heute, was ich gleich ansprechen möchte. Und ja, da kann ich dann hier weitermachen, die Treppe nach unten und so. Ansonsten zeige ich euch aber erstmal, was ich hier noch bei den Gästezimmern gemacht habe. Und zwar eine kleine Art Rezeption hier. Ich wusste nicht genau, wie genau ich die dekorieren soll. Ich habe dann einfach mal hier so Amos Dancing gestellt, so als Garderobe oder so nochmal, ne? So ähnlich wie hier mit den Haken oder so, keine Ahnung. Vielleicht mache ich ja auch einen Kiosk draus, das weiß ich noch nicht. Und ansonsten haben wir hier auch noch ein paar Items hingehängt, also da wollte ich sowieso noch was reinhängen und ich habe da einfach das Erstbeste genommen, was mir eingefallen ist. Und naja, ich bin eigentlich, ja, ich bin jetzt nicht so zufrieden, ich habe das hier irgendwie mehr oder weniger hingeklatscht. Ich hätte eigentlich die Zimmer noch viel, viel schöner bauen wollen und so. Zum Beispiel das Restaurant gefällt mir, aber unten die Zimmer, ich weiß nicht, da bin ich nicht so überzeugt. Die Küche zum Beispiel ist auch schön geworden, ja, also so hätte ich das mir dann erst oder eher vorgestellt. Und warum fehlt da ein Block? Hä? Hatte ich da keinen Block hingesetzt in die Ecken? Aber 100 pro, oder nicht? Das wundert mich jetzt schon. Aber gut, ich würde sagen, ich schenke dem mal nicht hier noch ewig Beachtung, sondern ich gehe jetzt mal hier weiter rein und wir schauen mal, was noch so auf uns zukommt, ne? Und ja, ich weiß nicht, vielleicht kann ich gleich nochmal gucken, was Nekrug macht. Ansonsten gehe ich jetzt erstmal hier ein bisschen runter. Ich muss mal schauen, ein bisschen zählen sollte ich auf jeden Fall auch. Wir haben ja immer so zwei hohe Gänge und ja, mal sehen, wie ich das dann hier unten mache. Ich denke mal, da werde ich dann wieder nach da drüben gehen, ne? Und ja, hier wäre dann die Decke, die kann ich ja schon mal markieren, ne? So mit den Steinen, deswegen habe ich die auch gerade noch mit. Wusstest du, dass unter deiner Base in der Höhle Kühe sind? Wo denn? Hm, anscheinend, ach ja, in der Schlucht. Die kenne ich, genau. Da laufen ein paar rum. Keine Ahnung warum, aber die sind da irgendwie hingekommen von oben. Ja, auf jeden Fall wollte ich über Minecraft Skyworld reden. Das Projekt, was jetzt seit einiger Zeit auf YouTube läuft. Ich muss sagen, es stört mich ein bisschen, das Projekt. Weil es wirklich zu einer Zeit gestartet ist, wo Craft Attack eigentlich so im Hype noch gewesen sein sollte. Ja, und keine Ahnung, irgendwie, es kam so aus dem Nichts und so an den Haaren herbeigezogen auch so ein bisschen und es hat mich einfach gestört. Ja, es kam mir einfach so vor, als wollte man ein Projekt starten, nur um ein Projekt zu starten, ne? Um mal wieder ein Mod-Projekt da zu haben. Und keine Ahnung, ob das so gut ist. Ich finde es so erzwungen irgendwie auch. Ja, ich meine, es ist halt einfach so ein relativ standardmäßiges Modpack, also einfach Sky Factory 3 und ja, da muss man jetzt kein Großprojekt draus machen, finde ich. Das ist ja meistens so ein Projekt, was die Leute dann immer so unter sich gespielt haben und so. Und ich habe nicht so wirklich verstanden, warum man auf einmal daraus ein Großprojekt macht. Und ja, irgendwie gab es ja sowas sehr ähnliches schon mal, also Minecraft Sky. Und das ist ja auch gar nicht so lange her, das war ja schon, oder erst im Februar 2017, bis Mai lief es ja. Und da verstehe ich nicht, warum man jetzt schon wieder den Nachfolger davon bringen muss. Und was an Sky-Projekten allgemein auch so toll ist, also das ist sowieso so eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Weil,
Ich weiß nicht, es ist vielleicht ganz cool so, vor allem damit Minecraft Aura im Jahr 2014, das war eigentlich schon nicht schlecht, aber diese ganzen Modpacks in der Luft sozusagen, die sind eigentlich mehr oder weniger langweilig und ich verstehe nicht, was die Leute immer davon halten oder warum die da immer so viel drauf geben und so. Also, ja, wie gesagt, ich finde es halt eher langweilig, ich bin ja sowieso nicht so der Modpack-Freund. Und guck dann lieber so Sachen wie Craft Attack eben, weil das viel, viel entspannter zum Zusehen ist, muss man ganz einfach sagen. Und zum Mod-Projekt, da muss man sich jedes Mal reindenken und auch als Zuschauer hat man da übelst viel zu tun, eben hinterherzukommen mit den ganzen Leuten. Vor allem, wenn die dann noch stundenlang streamen jeden Tag und ich meine, welcher Zuschauer guckt sich bitte das alles an? In meinem Keller. Das schafft doch kein Mensch, das anzugucken, ja? Und, ja, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie absolut übertrieben, wie die Leute da mal loslegen und so viel machen und... Och, keine Ahnung, ey. Das ist wirklich unverständlich für mich. Und, ja, was soll ich da noch sagen? Ich bin halt nicht so zufrieden mit solchen Projekten immer. Kann ich ja mal hier als Thumbnail nehmen. So, einfach so. Hey. So. Ja, ich weiß auch nicht, also so Minecraft Skyward, ach, keine Ahnung. Okay, da bin ich wieder, ich wurde gerade wieder mal unterbrochen und musste schneiden. Necroc hat auch noch gefragt, ob wir auf den Discord gehen, aber das machen wir nächste Folge. Schreibe ich ihm gleich mal. So, ja, keine Ahnung, ich war ein bisschen AFK jetzt und ja, ich wollte sagen, mittlerweile ist Skyward schon wieder so ein bisschen ausgelutscht, wie ich finde. Also irgendwie... ist das Ganze schon wieder, ja, relativ schnell vorbeigegangen mit dem Hype. Genauso bei Craft Attack 5 leider. Und ich finde es auch sehr schade, dass eben Craft Attack 5 schon wieder abgelöst wurde durch Skyward. Auch wenn einige das wirklich bestreiten, einige YouTuber. Es ist tatsächlich so, dass, ja, diese ganze Sache dadurch abgeblasen wurde, so ein bisschen. Also einige sind dann eben nur noch auf dem Skyward-Server die ganze Zeit online und streamen vor allem auch nur noch das Projekt, und ja, haben eben in Craft Attack angeblich nichts mehr zu tun oder was weiß ich, keine Ahnung. Und ja, viele haben dann eben schon wieder jetzt nur noch Lust auf Mods und das finde ich absolut scheiße, weil ja, dieses Craft Attack ist wirklich dadurch auch gefloppt, muss man sagen, ja. Also manche Leute haben das auf jeden Fall schon so gesagt, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der Meinung bin, aber ja, man merkt ja, dass es eben wesentlich aktivere Staffeln auch schon mal gab, ja. Zum Beispiel Staffel 3, das war eben wirklich so die beste Staffel eigentlich, wo wirklich noch sehr viel los war und die ganzen Leute noch übelst aktiv waren im Vergleich zu heute, ja. Das waren Zeiten, da waren so Projekte allgemein irgendwie immer noch länger zu der Zeit, also keine Ahnung, das ist heute irgendwie gar nicht mehr so möglich, habe ich das Gefühl. Die ganzen Projekte, die sind alle schon nach ein, zwei Monaten vorbei. Und ich weiß nicht, warum das so ist und warum die Leute immer weniger Durchhaltevermögen haben. Gut, das kann auch daran liegen, dass die Leute heutzutage viel, viel produktiver sind als früher. Denn damals war es so, dass sie eben dann meistens nicht gleich so viel am Anfang gemacht hatten, sondern erstmal das ein bisschen ruhiger angegangen sind und dadurch eben auch länger was zum Spielen hatten. Und eben auch nach und nach neue Ideen immer wieder bekommen haben. Weil das Ding ist halt, wenn du so schnell loslegst und richtig viel suchtest und ja, dann wirklich nach ein paar Tagen schon das meiste so hast, dann hast du auch gar nicht die Zeit, dir überhaupt Ideen einfallen zu lassen, was du im Projekt machen kannst, so richtig. Und hast vielleicht nur so ein paar Ideen, die du dann durchdrückst und machst, aber dann ist schon wieder Schluss, ne? Aber um wirklich gute Ideen zu finden und auch ein cooles Projekt zu machen, braucht man eben Zeit auch. Und ja, deswegen mache ich es ja meistens auch so, dass ich tatsächlich nicht so viel am Stück spiele, sondern eben jeden Tag lieber zum Beispiel, wenn ich jetzt vorproduziere. Dann mache ich jeden Tag eine Folge zum Beispiel und nicht eben, keine Ahnung, an einem Tag 7 Folgen oder so. Weil dann hat man eben doch zwischendurch nochmal so ein paar Ideen, die man dann eben nach und nach umsetzen kann. Und das finde ich dann einfach besser, so vorzugehen, als eben anders. Und ich denke mal, damit hängt das auch zusammen, dass eben solche Projekte so kurz sind. Und ja, Minecraft Skyward ist natürlich ein weiterer Punkt, warum Craft Attack jetzt abgelöst wurde. Was ich sehr schade finde, weil Craft Attack eben wirklich so eins meiner Lieblingsprojekte immer war und ist, ja. Ich meine, es läuft ja noch, aber
Es ist eben schon wieder sehr, sehr ruhig geworden, jetzt nach 2 Monaten. Und ja, das muss ja, denke ich, nicht sein. Also ich finde, das ist irgendwie immer ein bisschen unnötig, dann, dass alles so komisch wird. Und ja, dass die Leute dann eben, ja, so schnell die Lust verlieren auch. Ja, ich weiß auch nicht, was ich da noch von halten soll. Naja, jedenfalls bin ich am Überlegen hier gerade, wie ich das mache. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit hier mal nach oben gucken. Hier habe ich 2 Blöcke auf der Seite, okay. Das mache ich jetzt hier mal auch. Da reiße ich hier das weg. Und wir packen das mal an hier. Und ja, dann würde ich sagen, wäre es das aber auch erstmal gewesen. Wir schreiben, oder schreibt mal eure Meinung in die Kommentare dazu. Zu Skyworld. Also guckt ihr das oder nicht? Würde ich gerne mal wissen. Und ja, dann wäre es das jetzt hier gewesen vom Video. Ich muss mir noch was einfallen lassen. Anscheinend funktioniert das hier auf der Seite nicht. Ich werde also wahrscheinlich eventuell in die Richtung bauen oder in die oder in beide. Muss ich mal gucken. Aber ja, so einfach ist das ja gar nicht, wie ich mir das vorgestellt hatte. Naja, mal sehen. Bis demnächst und tschüss.